Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Hammerheimer Crew. Heute zu einer Party-Dreh-Aktion, nämlich zum neuen Hauptgewinn, nämlich den UFO, Münz-UFO. Mein Bruder hat schon dazu ein Video gemacht. Ja, aber ich werde auch dazu ein Video machen. Ich würde sagen, gehen wir gleich mal zu den Party-Drehs. So, wir haben hier insgesamt 119. Ich weiß noch nicht, wie viele ich drehen werde. Schaue ich einfach mal. Drehen wir gleich mal los. 4 Farmtaler. Vor dem Video habe ich ein paar Spaß gemacht. Da habe ich nach 4 Dreh schon das Münz-UFO bekommen. Hier haben wir jetzt ein Handwerksprodukt. Und da haben wir es, das Münz-UFO zum ersten Mal drin. Und wir erdrehen einen Kobor von 24 Stunden. Nehme ich auf jeden Fall gerne mit. Jetzt haben wir hier den Münz-Helikopter und mehr Ertrag. Und wir drehen einen Ertrag mehr. Sehr gut. Für das Event auf jeden Fall sehr gut. Nochmal der Münzhelikopter. Und nochmal ein Erntehelfer-Kopor. Sehr gut. Nochmal den Münzhelikopter. Und wir bekommen Superdünger. 20 Stück. So, jetzt haben wir das Münz-UFO drin. Und wir erdrehen es nicht, sondern 10.300 EP. Jetzt die Münzbahn. Muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Hier haben wir den Schnurrbart-Salon. Dann haben wir hier nochmal die Münzbahn als Hauptpreis drin. Und so sieht es super. Münzschiff. Schauen wir mal, ob wir das bekommen. Und wir bekommen 25 Superdünger. Auch nicht schlecht. Nächste Münz-UFO drin. Und dieses Mal bekommen wir 2 Sterne. Jetzt gibt es zum letzten Mal dabei die verspielte Kerberos, glaube ich. Und hier haben wir den Musikantenesel. Schauen wir mal. Und ein Suppenhuhn. 2 Zuchttiere, sehr gut. Und jetzt bekommen wir sie, die Münzbahn, den ersten Hauptpreis bei diesem Video. Weiter geht's vielleicht mit dem Münzhelikopter. Nein. 32.000 Parmaebe. Jetzt haben wir hier nochmal die Münzbahn drin. Und wir drehen 2 Sterne. Münz-UFO, komm schon. Und wir bekommen eine goldene Banane. Wow. Münzschiff? Fragezeichen. Jawohl, das Münzschiff ist da. Der zweite Hauptpreis. Jetzt vielleicht das Münzpferd, das ist zum ersten Mal mit dabei und dann drehen wir es gleich mal. Sehr geil. Das Münzpferd. Also 3 Hauptpreise schon. Und nochmal 20 Superdünger. So, Münz-UFO. Und wir drehen 50 Parfüm. Das ist eine ordentliche Menge. Jetzt ist der Münzhelikopter drin und wir erdrehen einen Erntebonus von 100%. Sehr geil. Jetzt vielleicht das Münzpferd. Und 4 Farmtaler. Münzbahn. Bio-Klebwerk Roche. Münz-UFO. 4 Sterne. Die Münzbahn gibt es. Fischer. Zornstedt. Ich hoffe, dass wir noch ein Münz-UFO bekommen. Ist jetzt noch nicht so ganz überzeugend, dass die Ausbeute. Jetzt haben wir noch mal dritten im Erntehelfer-Kupor. Die nehme ich auf jeden Fall gerne mit. Und wir erdrehen nochmal das Münzschiff. Zum zweiten Mal. Vielleicht jetzt das Münz-UFO. Nein. 8 Turbodünger. Münzpferd wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Nein. Münzschiff. 10.300 EP. Münzbahn. Und 8 Susi Super. Vielleicht jetzt das Münz-UFO. Schauen wir mal. Und da ist es, jawohl, das Münz-UFO.
Das ist der vierte Checkpot. Jetzt bin ich auf jeden Fall schon zufrieden, ne? Eine goldene Banane. Jetzt fehlt er nicht nur der Münzhelikopter. Aber der ist heute sehr selten drin, habe ich das Gefühl. Münzmann. 8 Susi Suppert. Zwei Sterne. So, jetzt haben wir hier zwei Farmtaler. Jetzt haben wir die Münzband ab drin. Schauen wir mal, ob wir sie bekommen. Wäre auf jeden Fall nice. Schlichteste von allen leider. Jetzt nochmal vielleicht ein Münz. Ufu. Komm schon, komm schon. Nein. Ist doch nicht so das Gelbe von euch. Ich hoffe noch ein paar Hauptpreise zu bekommen. Kerberos. Nochmal ein Ticket. Mein viertes. Komm, Münzhof, nochmal eins. Nein. Geil. Münzhof, schade. Münzmann jetzt vielleicht. Bekommen nochmal eine Erntehelfer-Kupon, der fünfte mittlerweile. So, nochmal ein Münzofen vielleicht. Jawohl, da ist nochmal ein Münzofen. Nice. Münzofen vielleicht. Bekommen zwei Sternchen. Münzofen. Es ist ein Fischteich. Orange. Münzpferd vielleicht jetzt ein Schachtelwerk Orange oder was anderes. Und wir bekommen ein Schachtelwerk Orange. Münz-UFO ist mit dabei. Bekommen 8 Superfutter. Vielleicht jetzt nochmal die Münzbahn. Das Münz-UFO meine ich. Münzschiff haben wir schon zweimal bekommen. Vielleicht ein drittes Mal. Nein. 8 Turbodünger. So, die letzten 8 Drehs. Und wir kommen nochmal Farmtaler. Schauen wir mal, ob wir jetzt vielleicht die Kuhstall rot bekommen oder was anderes. Den Anomenfisch. Ja. Mitschiff ist mit dabei. Schauen wir mal, ob wir es kommen. Nein, wir bekommen eine Koffermanufaktur. Mützhelikopter, komm schon. Und 20 Superdrücker sind es am Ende. Nehmen wir auf jeden Fall auch gerne mit. Jetzt vielleicht. Komm schon. Es ist ein Hund. Ein Geburtstagshund. Ich weiß den Namen gerade nicht davon. Auf jeden Fall ein Zuchttier. Und jetzt haben wir nochmal 20 Superdünger. So, Leitrees haben wir noch. Und 20 Parfüm. So, zwei Dreh mache ich noch. Wer spielt der Kerberos? Und 21.420 Barmaybe. Komm schon, Münzufo, komm schon. Und wir kommen zum Schluss nochmal Farmtaler. Ja. So, das Gelbe von einem war es leider auch nichts. Ich bin nicht ganz zufrieden, meiner Meinung nach. War viel Schrott dabei. Ein Münzufo, zwei Stück haben wir bekommen. Dann haben wir noch eine Münzbahn bekommen. Münzpferd, Münzschiff. Nochmal 100% mehr Ertrag, Münzschiff, nochmal eins. Münz-UFO, zwei Stück, wie ich schon gesagt habe, ein paar Erntehelfer-Kopo, sogar drei Münzschiffe. Wieso Schiffe? UFOs meine ich. Und dann noch ein bunter Hund war das am Ende. Ja, ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Schreibt mal gerne in die Kommentare, habt ihr auch schon das neue Münz-UFO erdreht? Würde mich gerne interessieren. Ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag, macht's gut und ciao.